Hallo, liebe Reptil-TV-Gemeinde, zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein hübsches Intro-Tierchen hier, ein wirklich wunderschöner Felsenpython. Haben wir relativ selten Felsenpythons, deswegen dachte ich, nehme ich heute mal die Gelegenheit und zeige euch den. Der Nachteil an den Felsenpythons, das merkt ihr, oder die Insider von euch sehen es dem vielleicht schon an, die sind relativ garstig. Der kann mich überhaupt nicht leiden, und das ist schon so das Problem bei den Felsenpythons, dass sie relativ garstig sind und auch garstig bleiben. Also man muss schon wahnsinnig viel Zeit investieren, um so einen wirklich umgänglich hinzukriegen. Das ist ein bisschen das Problem, beziehungsweise das zweite Problem, dass es auch recht große, Tiere werden mit circa 4 Meter. Und wenn ich hier so 4 Meter garstige Schlange habe, dann ist das natürlich nicht gerade optimal als Terrarientier oder zumindest mal nicht einfach. Das ist der Grund, wieso man Terraristik wirklich nicht mehr viel von den Felsenpythons sieht. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist eine deutsche Nachzucht, wollte ich euch zeigen. Super schönes Tier. Optisch erinnert er unheimlich an Tigerpython meiner Meinung nach. Also obwohl sie Asien und Afrika ja wirklich weit voneinander entfernt sind, sind sie aus meiner Sicht optisch wirklich nah beieinander. Ne? Also heute mein Intro-Felsenpython, den ich jetzt hier wegbringe, bevor er mich hier noch zu End völlig auffrisst. Das heutige Thema seht ihr hier neben mir aufgebaut, so ein Gaze-Terrarium. Das passt gerade perfekt, das passt aus zwei Gründen. Zum einen haben wir die relativ neu, also in der Infobox könnt ihr den Link folgen, da seht ihr, wo ihr die bekommen könnt. Vor allem aber auch, wir sind jetzt hier im Frühsommer, und die Gaze-Terrarien sind speziell für den Sommer wirklich eine ganz interessante Alternative zu den üblichen Terrarien. Wieso eine interessante Alternative? Also wir reden jetzt von Echsen, von Schildkröten. Es gibt wirklich nichts Besseres für euer Terrarientier wie das Sonnenlicht draußen. Ne? Und diese Gaze-Terrarien, wie der Name natürlich schon sagt, haben zumindest an 1, 2, 4 Seiten, beziehungsweise 5 Seiten hier unten auch, haben sie dieses Maschen oder dieses Gaze, ne? Dieses Metallgaze. Das ist gut und stabil. Die Tiere können da nicht abhauen. Aber ihr könnt dieses komplette Terrarium nehmen und für einige Stunden zum Beispiel an die Sonne, ans Sonnenlicht stellen. Ne? Ganz wichtiger Punkt natürlich, ihr dürft es nicht in die pralle Sonne stellen und denken, na, jetzt lasse ich es ein paar Stunden stehen, dann liegen eure Terrarientiere am Boden. Also ihr müsst halb Sonne, halb Schatten, so dass die Tiere die Möglichkeit haben, sich den Sonnenplatz zu suchen. Also das ist wirklich ein ganz heikler Punkt. Passt da auf, dass da nichts passiert oder dass nicht die Sonne, die wandert ja ein bisschen, dass die dann voll reinscheint und euer Tier dieser Hitze nicht entweichen kann, ne, weil der Raum ja doch relativ begrenzt ist. Also da müsst ihr wahnsinnig aufpassen. Aber wenn ihr das aufpasst oder wenn ihr das richtig macht und die Tiere wirklich direktes Sonnenlicht bekommen, dann werdet ihr sehen, das ist für die Reptilien, für Terrarientiere, gibt es nichts Besseres. Also ihr werdet sehen, die werden wahnsinnige Farben kriegen, die werden gut fressen. Das echte Sonnenlicht ist durch nichts zu ersetzen. Und da eignen sich diese Gaze-Terrarien natürlich optimal, um das umzusetzen. Ne? Da ist vorne eine Tür dran natürlich, könnt ihr die Tiere rein und raus, könnt es verriegeln. Und je nachdem, was ihr für ein Tier habt, also es gibt natürlich verschiedene Größen, das ist jetzt einfach symbolisch eine Größe. Das ist jetzt eher für kleinere, für Jungtiere, junge Chamäleons zum Beispiel, kann ich mir da ganz gut vorstellen. Oder junge Echsen, junge Bardagamen, die sind in der Größe noch okay. Wobei Bardagamen, dann wäre natürlich ein liegendes Terrarium besser. Ne? Die gleichen gibt es auch im Querformat oder so für Bardagamen, für bodenliebende Echsen oder für Schildkröten dann auch. Dann muss es natürlich auch ein liegendes Terrarium sein, ne? Wo eine große Grundfläche hat. Aber dafür ist das optimal geeignet. Der Flo hier, unser Producer sozusagen, hatte gerade einen perfekten Einwand. Natürlich ganz logisch, mir logisch, aber euch, oder wenn man zuschaut, natürlich nicht. Das Ganze ist natürlich nur das rohe Terrarium. Da muss natürlich auch die ganz normalen Dinge rein, wie eine Wasserschale oder zum Beispiel ein Versteck. Ne? Das, was ich vorher angesprochen habe, auch mit der Sonne. Ne? Ihr müsst dem Tier eine Möglichkeit anbieten. Zum einen, dass die Sonne nicht
prall nur rein scheint, ne? Also das Terrarium an sich ein bisschen abdecken, dass ein Schattenplatz in dem Gaze-Terrarium ist, aber auch noch durch eine Höhle oder irgendwas im Terrarium selber ein Versteck schaffen, wo das Tier sich im Schatten verkriechen kann. Ne? Dann könnt ihr ein bisschen irgendwelche Kunststoffpflanzen reinmachen. Ihr könnt auch ein bisschen echte Pflanzen reinmachen, natürlich Äste reinmachen. Also ihr müsst das Terrarium einrichten, wie jedes andere Terrarium auch, dass euer Reptil natürlich da drin eine gewisse Struktur hat, eine Wasserschale hat, sich da drin schön bewegen kann und wohlfühlen kann, wie in eurem Terrarium in der Wohnung auch. Der Vollständigkeit halber, alternativ mit den Gaze-Terrarien, also alternativ zum draußen in der Sonne halten, kann man sie natürlich auch in der Wohnung verwenden. Gerade zum Beispiel Chamäleons, die ja unheimlich frischluftliebend sind. Ne? Also ein Chamäleon in einem stickigen Terrarium, das geht früher oder später schief. Ne? Die wollen unheimlich viel frische Luft, deswegen macht man Chamäleon-Terrarien ja mit viel Lüftungen oder mit Gaze sogar. Also da eignet sich sowas auch perfekt. Dann kann man so eine Lampe, ne? Da gibt es diese Lampenschirme, nimmt man eine UV-Lampe, entweder hier so Mischlichtlampe oder HID-Lampe, noch lichtintensiver, macht man da rein, stellt es oben drauf und hat da auch ein gutes belüftetes Terrarium in der Wohnung. Ja? Ich glaube, es macht weniger Sinn, wenn ihr insgesamt eine große Hitze braucht, also für sagen wir als Schlangenterrarium oder auch für eine Echse, wenn ihr da drin gleichmäßig 30 Grad wollt, dann müsst ihr natürlich noch mehr Energie reinstecken. Aber jetzt Tiere wie Chamäleons oder vielleicht für die flachen Terrarien, auch wenn es junge Badergamen in der Aufzuchtszeit mit einem starken Strahler drüber kann Sinn machen. Also es ist sicherlich auch keine schlechte Alternative, auch in der Wohnung für, wie gesagt, wenn ihr das entsprechend mit Licht verseht. Was auch praktisch dran ist, das Ganze ist natürlich relativ klein verpackt. Das kommt in so einem Karton an. Das ist jetzt nicht die gleiche Größe, das ist eine Nummer kleiner hier. 60er Terrarium müsste das sein. Also das ist relativ handlich. Ihr könnt es daheim wegstellen, beziehungsweise ist für den Transport, für den Versand ist es relativ praktisch mit dem Karton. Also von dem her eigentlich eine ganz gute Alternative zu den üblichen Holz-Glas-Terrarien. Wie gesagt, egal für den Sommer, für den Winter, je nachdem, für was ihr es verwenden wollt. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.